Leute und willkommen zu einem neuen Video von Moa. Diesmal ist es kein Vlog, sondern mal ein Real Talk Video. Denn heute in diesem Video dreht sich alles rund um meine Beißerchen. Ja, wie viele mitbekommen haben, habe ich mir vor fast genau einem Jahr Veneers machen lassen. Was das genau ist, wo ich es gemacht habe, wie teuer es war, warum ich mich dazu entschieden habe und. All diese Fragen werden in diesem Video beantwortet, also bleibt bis zum Ende dran. Ich will euch einfach berichten, wie meine Erfahrung war und wie mein Feedback ist. Kommen wir mal als allererstes, warum ich mir Veneers machen lassen habe, also für alle, die jetzt gerade einschalten und denken so, hä, was hat die sich machen lassen? Ich habe mir meine Beißerchen machen lassen. Ich habe mich einfach extrem unwohl gefühlt. Ich hatte keine schlechten Zähne, im Gegenteil, meine Zähne waren gerade, da war nichts schief oder so. Sie waren weiß, sie waren gesund. Das Einzige, was mich mega gestört hat, war, dass meine Zähne extrem klein waren. Die sahen wirklich aus wie Milchzähne. Und ich hatte Zahnlücken. Denkt sich jeder, warum macht ihr sich direkt die Zähne? Zahnlücken sind doch überhaupt nicht schlimm. Ich erzähle euch mal ganz kurz meine Geschichte. Und zwar hatte ich glaube, fast 10 Jahre eine Zahnspange. Nicht nur eine, ich hatte insgesamt 3 Zahnspangen. Ich hatte zu lange den Schnuller, also habe ich von klein auf ein schiefes Gebiss bekommen. Mein Unterkiefer war vor dem Oberkiefer. Also es sah dann ungefähr so aus. Kein Spaß. Dann habe ich erstmal eine Zahnspange bekommen, die meinen kompletten Kiefer zurück verschoben hat. Die musste ich gefühlt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre lang tragen. Da waren solche komischen Gummiringe mit bei. Und wenn ich irgendwie mal zu laut gelacht habe wie ein Affe, sind die jedes Mal gerissen und meinen Freunden in die Fresse geflogen. Nachdem mein Kiefer danach gerade bzw. richtig gestellt war, habe ich eine andere Zahnspange bekommen, und zwar diese Brackets, die wahrscheinlich jeder kennt. Also ich hatte nicht nur ein schiefes Gebiss, sondern auch extrem viele Zahnlücken. Und dann irgendwann, nach 10 Jahren, habe ich dann diese Zahnspange rausbekommen und eine lose Zahnspange bekommen, die ich nochmal 2 Jahre tragen musste. Wenn die Zahnspange rauskommt, bekommst du meistens unten und oben hinter deine Zähne so ein Draht reingesetzt, sodass deine Zähne sich nicht nochmal irgendwie verschieben. Diesen Draht habe ich nur bei meinem Unterkiefer bekommen. Fragt mich nicht warum. Ich dachte, es wäre richtig. Vielleicht soll es ja so sein, dass ich oben kein Draht habe. Und nach wirklich ein paar Wochen haben sich meine Zähne einfach wieder zurückgedreht, beziehungsweise ich habe Zahnlücken bekommen. Tatsächlich einfach vergessen, mir oben ein Draht reinzumachen, weil das dann aber schon über die Zeit hinaus war. Hätte ich diesen Draht oben selber bezahlen müssen. Muddern, was willst du schon wieder? Und um das auszukorrigieren, hätte ich wieder Brackets bekommen müssen, damit die Zähne halt wieder zusammenkommen. Das hätte wieder gedauert. Ich bin ehrlich, ich hatte darauf absolut gar keinen Bock, also habe ich es so gelassen. Und mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, dass mich das so krass stört. Also allgemein, mich haben meine kleinen Zähne sehr gestört. Also ganz, ganz schlimm. Was heißt schlimm? Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres auf dieser Welt und auch schlimmere Zähne, das weiß ich, aber nach so vielen Jahren Zahnspange wünscht man sich einfach ein perfektes Ergebnis oder zumindest ein Ergebnis, mit dem man wirklich zufrieden ist. Und das war ich absolut gar nicht. Und sind wir mal ehrlich, jetzt wirklich auf Real Talk. Wer von euch da draußen ist komplett zu 100% zufrieden mit seinen Zähnen? Und wer ist unzufrieden? Und warum? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. So habe ich dann weitergelebt. Man hat mich auch so auf Instagram ganz normal gesehen. Also ich habe irgendwann mal gesehen, dass man sich Veneers machen lassen kann. Irgendwie habe ich das immer mal gesehen, wieder weggeklickt, dann doch wieder draufgeklickt, mich im Internet ein bisschen erkundigt. Und irgendwann hat mich das so krass beschäftigt. Ich habe mich da durchgelesen, sein Vater. Bin dann übers Internet auf eine Klinik gestoßen, die 360-Grad-Klinik in Düsseldorf, also nicht weit von Köln. Und habe dann einfach mal so einen Beratungstermin vereinbart. Frag, wie das so ist. Denn ich habe auch erfahren, es gibt mehrere Methoden von Veneers. Ich habe manche Videos gesehen, das sah aus wie ein Horrorfilm. Entweder du musst dir deine Zähne komplett rausziehen lassen und kriegst dann irgendwie neue rein oder lässt dir deine Zähne zu so ganz kleinen Stümmeln schleifen oder halt lässt dir nur deine Zähne anschleifen. Und diese Methode gab es bei der 360-Grad-Klinik. Haben mir auch direkt gesagt, die machen nichts mit Zähne rausziehen oder sonst was. Nach meinem Beratungsgespräch habe ich halt wirklich die ganze Zeit weiter darüber nachgedacht. Schließlich aber, okay, ich will das machen. Ich will das durchziehen.
Also hatte ich irgendwann mal noch einen Termin. Und ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal, warum ich es gemacht habe. So, jetzt erzähle ich euch, wie diese Behandlung ablief. Also, es ist so, man hat nicht Veneers von heute auf morgen, sondern es ist ein etwas längerer Prozess. Aber ich finde, die 360-Grad-Klinik hat es auf jeden Fall sehr schnell ermöglicht. Ich glaube, es wäre sogar noch schneller gegangen, wenn es von meinen Arbeitszeiten her gepasst. Es werden Abdrücke gemacht, alles wird digital festgehalten, es werden Fotos gemacht. Und allein bei den Fotos, das war so voll aufregend, weil es wurden nicht einfach nur Bilder von deinen Zähnen gemacht, sondern das Seitenprofil, wenn du nicht lachst, von oben, von unten, in verschiedenen Posen, damit man einfach weiß, was für eine Gesichtsform man hat und was für Zähne, was für Veneers am Ende zu einem passen. Es wurden Röntgenaufnahmen gemacht von meinem Kiefer. Wir hatten ein Foto von mir, wie ich grinse. Und haben dann, ja, und haben dann digital meine Veneers erstellt. Ich habe denen von Anfang an gesagt, was ich möchte. Ich habe gesagt, ich möchte längere Zähne und meine Lücken halt schließen. Und dann bin ich immer so einmal im Monat vorbeigekommen. Und die haben mir dann gezeigt, was sie erstellt haben. Haben mir dann das Foto gezeigt, wie es aussehen könnte. Und man hat richtig gesehen, um wie viel Millimeter der Zahn verlängert wird. Oder wie breit... Modern? Oder wie breit der gemacht wurde. Und man hat immer das Vorher-Nachher-Bild quasi nebeneinander gesehen. Ich hatte auch vollstes Verständnis dafür, dass ich öfter mal noch was verändert haben wollte. Sei es, dass mir die Form noch nicht so ganz gefallen hat oder ich wollte es vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen kürzer haben. Die haben das komplett verstanden. Es geht ja hier um die Zähne von einem Menschen und Zähne, Leute, finde ich, sind so, so wichtig. Zähne sieht man immer, die sind halt direkt da, wenn man lacht oder den Mund öffnet oder spricht. Ich finde, das ist einfach so, so wichtig und wenn man sich Veneers macht, dann auf jeden Fall dann gut überlegen, wie man es haben möchte, was man haben möchte. So, und irgendwann mal, ich glaube, nach dem dritten Mal, nachdem die das so digital für mich kreiert haben, war ich wirklich zufrieden damit. Natürlich sieht das auf dem Foto nochmal anders aus, als wie wenn man es am Ende wirklich in Real Life sieht. Ich konnte es mir ungefähr vorstellen und habe dann gesagt, ja, genau so möchte ich es haben. Da bin ich wieder nach Hause gefahren, nach Köln. In der Zeit wurde alles in Gang gesetzt, dass ich ein Provisorium erhalte. Das bedeutet, es sind noch nicht die richtigen Veneers, sondern erstmal quasi so ein Probestück. Das ist dann auch wie eine Zahnspange, das setzt man sich ein oder das setzen die Zahnärzte ein. Und das habe ich reinbekommen, also es wurde mir fest reingemacht. Ich konnte es auch nicht irgendwie abmachen oder so. Also es wurde wirklich befestigt. Ich konnte damit essen, trinken, alles. Und dieses Provisorium bekommt man einfach, damit man schon mal ein Gefühl dafür bekommt, weil du hast ja quasi einfach ein neues Gebiss. Also meine Zähne waren deutlich länger als vorher und halt keine Zahnlücken mehr. Ich kam zurück und habe gesagt, ja, genau so möchte ich es. Dann wurde alles in die Wege geleitet, um die fertigen Veneers anzufertigen. Und dann weiß ich noch, bin ich da vor fast einem Jahr jetzt hingegangen. Ich hatte so Schiss, Leute, glaubt mir. Ich hatte Angst vor den Schmerzen. Ich hatte Angst, dass es vielleicht doch scheiße aussehen könnte. Ich hatte Angst, dass mir vielleicht irgendwann die Veneers doch auf den Sack gehen und dann gibt es kein Zurück mehr. Ihr müsst auf jeden Fall wissen, wenn ich dafür entscheide, Veneers zu machen, klar, die eigenen Zähne werden angegriffen. Die Zähne werden angeschliffen und die achten darauf, dass so wenig wie möglich angeschliffen wird. Bei mir war es wirklich ganz bisschen. Trotzdem, sobald dein richtiger Zahn angeschliffen ist, die Schicht halt weg ist, die Veneers einmal drauf sind, dann geht es halt nicht mehr ohne Veneers. Also es heißt, ich könnte jetzt nicht ohne Veneers leben. Ich will es auch überhaupt gar nicht und ich habe auch wirklich nicht mit einer Sekunde daran so mal gedacht, boah, wie geil wäre es doch ohne Veneers. Wirklich nicht einmal. Das gibt dann einfach kein Zurück mehr. Dein Zahn wird angeschliffen, die Veneers sind drauf und dann hast du Veneers. Veneers sollen so im Durchschnitt, wenn man sie gut pflegt, 20 Jahre halten. Vielleicht auch länger. Je nachdem, wie man damit umgeht, wie man sie pflegt. Aber du kannst nicht sagen, nach 20 Jahren, okay, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf Veneers, mach mal alles ab. Ich will meine alten Zähne zurück. Das geht nicht, weil die Zähne halt, wie gesagt, angeschliffen sind. Ich saß dann da auf dem Stuhl, hatte mega Angst, mega Panik. Wirklich so kurz davor, einfach aufzustehen, zu sagen, ey Leute, ich mach's doch nicht. Man hat ja sowieso Angst vorm Zahnarzt. Aber dann noch so einen krassen Eingriff zu machen, was dein Leben lang irgendwie sein wird. Ich habe mir 1000 Gedanken gemacht. Dann hat mich aber meine liebe Zahnärztin so süß beruhigt, auf mich eingeredet, mir gesagt, dass ich das nicht bereuen werde. Das ist
dass ich mich sehr, sehr freuen werde über das Ergebnis. Und sie hat mir wirklich jede Angst weggenommen, sodass ich da entspannt irgendwann mal saß. Jetzt kommen wir mal zu der häufigst gestellten Frage, tat die Behandlung weh? Und ich muss euch wirklich, wirklich ehrlich sagen, es tat gar nicht weh. Null. Ich kenne keinen Menschen, der es mag, irgendwie zum Zahnarzt zu gehen und sagt, boah, voll das geile Gefühl, wenn da so 20 Geräte in deinem Mund sind und mal abgesaugt wird und die Spucke läuft und so. Natürlich ist es nicht geil und nicht angenehm, aber es tat nicht weh. Also ich hatte keine Schmerzen. Jeder ist aber auch anders empfindlich, glaube ich. Jeder hat ein anderes Schmerzempfinden. Man bekommt sowieso, ich glaube, ein oder zwei Spritzen in Zahnfleisch, also für alle, die es nicht wussten, ich habe mir nur oben Veneers machen lassen, weil unten sind meine Zähne gerade, da sind keine Lücken oder so. Und auch nicht komplett meine ganzen Zähne, sondern ich glaube, es sind insgesamt 8 oder 10 Zähne. Ich zeige so meine Zähne und weiß gar nicht, ob ich da irgendwas zwischen habe, ey. Ob ich mir die Zähne hier vorgeputzt habe, natürlich nicht. Ich schwöre bei Gott, ich habe hier die Chips hier gerade aufgemacht und mir gegönnt. Also bitte, bitte nicht haten, wenn ich hier noch irgendwo so ein Flip zwischenhängt. Ich habe, wie gesagt, so eine Betäubungsspritze bekommen, sodass ich halt einfach da kein Gefühl mehr hatte und lag dann da und dann haben die gemacht und getan. Ich bin sogar während dieser ganzen Behandlung eiskalt eingeschlafen. Wirklich, ich bin einfach eingepennt. Dann war, glaube ich, nach einer, eine Stunde, anderthalb oder so, waren wir fertig und ich war so aufgeregt und nervös. Ich habe schon in den Gesichtern von dem Team gesehen. So, die haben sich halt alle gefreut, die haben gestrahlt und alle waren so, pff, sieht das krass aus. Props an uns selbst, Team. Ich habe mich selber immer noch nicht gesehen mit den Zähnen. Wir haben direkt mal so ein Video gemacht. Das haben wir auch davor schon gemacht. Also ein Vorher-Nachher-Foto und ein Vorher-Nachher-Video. Dann wurde mir dieses Video auf einem Bildschirm gezeigt. Sprachlos, ich kam nicht klar. Also ich weiß nicht, man selber sieht, glaube ich, den Unterschied noch viel krasser oder versteht den Unterschied viel krasser, als wie das außenstehende Menschen vielleicht tun. Und ich konnte nicht glauben, dass ich das bin und dass das jetzt meine Zähne sind. Also ich war so überglücklich. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich hätte losheulen können. Alles, der ganze Stress, die ganzen Gedanken waren wie verflogen. Ich war sowas von bereit auf meine Zähne. Ich war sowas von bereit, jedem ins Gesicht zu lachen. Ich kann da draußen für alle, die auch irgendwie dieselben Probleme haben oder vielleicht sogar noch schlimmere Probleme. Manchmal kann man ja selber auch gar nichts dafür, wenn man jetzt nicht so schöne Zähne hat. Da können viele Gründe hinterstecken. Und ich finde es mega gut, dass es dann so Kliniken gibt, die dir dein Lächeln zurückgeben, die dir ein gutes Gefühl geben, die dir ein neues Lachen schenken, neue Zähne schenken, sodass du dich wohlfühlst in deinem Körper. Dann kam noch ganz oft die Frage, wie lange hat es gedauert, bis ich richtig essen konnte mit den Veneers? Und ich schwöre euch, Leute, ich war fertig, ich habe es gesehen, ich kam auf mein Leben kurz nicht klar, dann kam ich wieder klar und ich schwöre, das erste, also die erste Mahlzeit, die ich hatte, lass es 2 Stunden später gewesen sein und ich habe direkt in einen fetten Döner reingebissen. Es war geil. Also dank des Provisoriums vorher, was ich ja schon so zum Testen hatte, habe ich mich schon echt daran gewöhnt, an diese Zahnlänge und dass die Zähne halt zusammen sind. Es hat sich gar nicht angefühlt wie ein Fremdkörper, wirklich nicht. Das Ding ist, ich habe ja, es sind ja noch meine eigenen Zähne. Ihr müsst euch vorstellen, das hier ist mein Zahn. Hier wurde ein bisschen vorne was abgeschliffen und dann wird halt quasi ein Veneer, so eine Schablone, so ein Schälchen, keine Ahnung. Gott, wenn das hier die ganzen Zahnärzte sehen, die denken auch, was erklärt die da, was labert die denn da?
Aber so, glaube ich, könnt ihr mich am besten verstehen. Also das Venier wurde dann vorne rangeklebt. Hier hinter ist immer noch mein richtiger Zahn und vorne wurde halt das Venier um den Zahn versiegelt. Habt euch da keine Sorgen, dass irgendwie die Zähne einzeln gezogen werden oder die Zähne zu so kleinen Stümmeln geschliffen werden. Nee. Könnt ihr bei den Veneers natürlich auch eure Zahnfarbe aussuchen. Also wie hell möchtet ihr die haben? Here we are. Hier sitze ich und habe nach fast einem Jahr natürlich immer noch meine Veneers. Jetzt, ja, wie gesagt, ein Jahr fast vergangen. Ich hatte in diesem Jahr nicht ein einziges Problem mit den Veneers. Klopfer drauf. Umso mehr du die pflegst, umso länger hast du was am Ende davon. Kommen wir jetzt noch zu der Frage, die wirklich sehr oft gestellt wurde. Und zwar, wie teuer ist denn der ganze Spaß? Von Klinik zu Klinik ist es natürlich anders. Und vor allen Dingen geht es auch darum, was für Zähne hast du, was soll genau gemacht werden, wie viele Zähne und wie krass ist der Eingriff, wie krass ist auch der Aufwand. Dafür am besten einfach einen Beratungstermin machen und könnt ihr dann auch ungefähr sagen, wie teuer das Ganze für dich wäre. In meinem Fall war es so, dass es pro Zahn 1000 Euro gekostet hat. Klingt nach sehr, sehr viel Geld, ich weiß, auf jeden Fall, aber es geht halt um die Zähne. Um etwas, was sehr viel ausmacht, finde ich. Das Gute ist, ihr könnt das aber auch finanzieren lassen. Also ihr müsst jetzt nicht direkt bar auf der Hand haben. Ihr könnt das Ganze mal finanzieren lassen in mehreren Monaten. Ich glaube, jetzt habe ich so gut wie alle Fragen, die ich bekommen habe, beantwortet. Falls ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt mir diese gerne auf Instagram. Plus komme ich einfach mal ein bisschen näher ran und zeige euch einfach mal meine Zähne. Ich labere hier die ganze Zeit über meine Zähne und zeige sie aber gar nicht so richtig. Ich zeige sie euch jetzt einmal so von nah, das sieht bestimmt ganz schrecklich aus. Damit ihr das einfach auch nochmal seht. Seht ihr es? Das sind meine Zähne. Das sieht so komisch aus, ey. Also an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank nochmal an die 360 Grad Zahnklinik für dieses wunderschöne Lachen, was ich jetzt haben darf. Dazu muss ich sagen, das komplette Team von der 360 Grad Zahnklinik, ich kann nur nochmal sagen, ich habe schon so oft gesagt, aber danke. Ihr habt wirklich mein Leben verändert. Leute, schwöre euch, die machen dort zu 1 Milliarde % mit Leidenschaft ihren Job. Die leben und lieben diesen Job. Und die machen es deshalb auch so perfekt. Allein meine Zahnärztin, die mich während des ganzen Prozesses begleitet hat, für mich da war, mich behandelt hat, das alles ermöglicht hat, die liebe Nusha, 1000 Grüße gehen an dich raus. Ich küsse dein goldenes Herz. Mir persönlich einfach etwas ganz Großes geschenkt. Und zwar ein wundervolles, schönes, neues Lachen, mit dem ich mich einfach super wohlfühle, endlich nach so vielen Jahren. Also nicht nur Nusha, sondern wirklich an das komplette Team. Danke. Checkt auf jeden Fall deren Instagram und YouTube-Kanal mal ab. Ich glaube, ich würde an dieser Stelle dieses Video beenden. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Und übrigens habe ich in meinem letzten Video ein Gewinnspiel gemacht. Wenn ihr Bock habt auf mehr Gewinnspiele, lasst mich das auch nochmal wissen. Dann werde ich das auf jeden Fall demnächst öfter mal machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Fühlt euch geknutscht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.